Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Absturz rockt, Absturz zockt Star Wars Battlefront. Heute mit am Start der Uwe und meine Wenigkeit Hallo. Robert. Heute mal wieder aus meiner Sicht. Ihr habt die letzten Folgen, habt ihr immer einen Uwe beobachtet und heute könnt ihr mal wieder schauen, wie man es nicht macht. Und das zeige ich euch. Ah, Uwe, nee, es backt bei mir rum, es hängt bei mir rum seit Aufnahme. Aber vielleicht fängt, ja, vielleicht fängt sich's ein bisschen, weil wir probieren einfach mal. Wir probieren es mal. Wir probieren das einfach mal. Gut. Ich weiß nicht, Imperium. Ich habe bei Battlefront habe ich immer tierische Probleme mit dem Aufnehmen. Bei The Division oder GTA nicht. Also wie gesagt, also wer uns jetzt auf Twitch zuschaut, liebe Grüße. Und wer auf YouTube zuschaut, viel Spaß wünschen wir euch. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und wir werden das natürlich alles auch beantworten und. Ja, wir sind für euch da. Uwe, ich rock jetzt einfach mal mit vor hier, weil ein bisschen Bewegung Ich reinbringt. Nehme jetzt, jawohl, ich schwing mich jetzt in den TIE-Jäger. Richtig so. Pass auf, zwei X-Wings, Uwe. Oh ja, das wird für ein Fest. Ah, oh, setzen wieder Schilde ein. Ich glaube sogar drei X-Wings. Oh, jetzt bin ich wieder runtergerutscht. Alles gerade. Das hängt bei mir, das An ersten habe ich. Bei mir, das hängt bei mir. Oh nein, das ist scheiße. Nee, jetzt geht's das wieder. Ist scheiße. Ich sehe dich hier oben. Hey, Uwe, hier unten bin ich. Ah, hey. So, naja, ein bisschen hängt's, wie gesagt. Okay. So, ich habe jetzt zu buggy wird, müssen wir. Ja, nee, geht. Also Hauptsache, wir nehmen hier mal wieder eine Folge Battlefront auf. Für die halt lieber Battlefront schauen als The Division, wird's vielleicht ganz cool. Der Server ist leider gar nicht ganz voll, aber das kriegen wir schon hin. Ja, ach, da kommen schon noch ein paar wieder mit rein. Wie gesagt, wer gerne mal mit uns zusammenspielen möchte, einfach Bescheid sagen. Dann machen wir mal einen schönen Tag aus und dann kümmern wir uns drum und dann kriegen wir das definitiv hin. Die haben, glaube ich, ihren Turm besetzt, Uwe. Was erlauben die sich ja eigentlich? So, die hatten ihren Turm besetzt. Scheiße. Also ihr seht, neue Karte, was heißt neue Karte? Es gibt ja schon eine Folge von der Karte. Dämmerung auf Hoth, mal wieder. Wieder als Imperium, aber um euch wieder ein bisschen Action zu bieten, haben wir einfach mal auf Aufnahme gedrückt, wir waren mal so frei. Uwe, was gibt's denn Neues an der Star Wars Front? Morgen ist ja ein großer Tag für alle. Morgen kommen endlich die Outer Rim Updates. Updates. Ja, was auch immer. Ich freue mich schon wie verrückt. Und morgen sind wir dann live auf Sendung bei Twitch. Also gegen 6 Uhr abends. Aufregung pur, oder? Ja, na, auf jeden Fall, um die neuen Karten zu präsentieren. Ja, wir nehmen euch das natürlich ein, alles auf, ja. Ja. Genau, und dann werden wir das hoffentlich ohne große Serverprobleme über die Bühne bringen. Ja, ich muss definitiv, also sobald ich von Arbeit nach Hause komme, die PlayStation starten, damit das Update noch runterlädt, immer dann live gehen. Ja. Und dann denke ich mal, dürfte es auch keine Probleme geben. Wir reden die ganze Zeit von morgen. Also wir haben heute Montag. Und morgen ist Dienstag und morgen Dienstag 11 Uhr kommt dann das Update. Ich bin bis 17 Uhr auf Arbeit, also es wird eine enge Kiste bis 18 Uhr hinzukriegen. Wir versuchen es aber auf jeden Fall. Wenn wir es nicht ganz schaffen oder wer es dann nicht ganz schafft, 18 Uhr bei uns zu sein, dann wie gesagt live auf Twitch. Ich sag mal, ich verspreche mal, dass wir 18 Uhr online sind. Wenn ja, dann steigst du einfach später mit ein. Genau, okay, du suchst alles bis 18 Uhr da bist. Richtig. Ach, wie die immer abhauen hier mit ihren Sprungpacks, ey. Wow. Ich nehme jetzt mal eine andere Waffe, mir reicht's. Kann doch nicht sein. Ich nehme hier auf, mal wieder eine Folge aus meiner Sicht und ich verkacke so ohne Ende. Ne? Ich meine, ich habe am Anfang schon gesagt, ich verkacke. Aber ich verkacke ja wirklich. Das geht mir auch oft so. Weißt du, dann hast du hier in einer Folge, wo du nicht aufnimmst, hast du hier, was ich, 40 Kills. Ich hatte, und ja. Dann, gestern, wenn du aufnimmst, dann verkackst du. Ja, dann hast du ja 10. Gestern auf Endo gespielt, 52 Kills. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht.
Und natürlich nicht aufgenommen, da ich ja auf dich warte. Wird das Ganze zu zweit aufnehmen. Ja, und jetzt hier am Laufenden. Man kann natürlich auch sein, dass es ab und zu mal hängt. Es gibt ab und zu mal ein Server-Lag-Symbol oben rechts. Aber mal schauen, vielleicht fängt sich's und vielleicht wird es ja doch eine ganz gute Aufnahme, weil ich bin ja ein bisschen aggressiver diesmal. Häng nicht immer hinten rum. Aber ich meine, wo wir das erste Mal hier gespielt haben, aufgenommen haben, da waren wir der Rebellenallianz, weil wir da ja einen Kampfläufer zu Fall gebracht haben. Stimmt. Stimmt. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Hallo, herzlich willkommen bei Absturz rockt. Heute mal aus Seiten des Imperiums. Nee, ich find's cool. Also wir bedanken uns auch bei unseren Hamburger Abonnenten, beim Jannis und beim Butterbrot. Ach, Richtig, scheiße. richtig, Ja, richtig herzlichen cool Dank. drauf, die Jungs, ne? Auf jeden Fall. Und denkt dran, auch wenn ihr hier als Nicht-Abonnent schaut, abonnieren kostet nichts. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, haut ein Abo mit drin. Wir freuen uns auf jede Unterstützung. Haben wir denn, wie viele Zuschauer haben wir denn? Das frage ich mal. Na, der Butterbrot schaut noch zu. Also der ist richtig mit am Okay. Start hier. Ne? Das ist Level, schön, ja. auch Level 50 bei Star Wars und ja. Ah nein. Das müsste halt noch höher gelevelt gehen irgendwann. Halt. Definitiv. Oben End. Definitiv mal ein bisschen hier. Naja, dass du halt wieder eine Herausforderung hast, ne? Oh, jetzt komme ich hier nicht rüber. So denkst so, ich schaffe jetzt Level 70 oder so, also mal wieder bisschen Mal wieder ein höher. bisschen Ich spiele das was Neues Server-Lag-Symbol kriegst. oben rechts. Aber ist egal, ich ziehe das durch, wir nehmen die Folge auf, Uwe. Okay. Wir ziehen das Wenn nicht, durch. mache ich's halt. Ah nee, alles gut. Alles gut, kriegt das hin. Und ich renne fast in den Orbitalangriff rein. Was Das hast du denn wäre hier. für Handbutterbrot? Also Ja, für Kappenhand. genau. Jetzt können wir ja mal unseren Twitch-Zuschauer fragen, weil wir haben ja immer unsere Hände. Was ist denn deine Lieblingshand jetzt im Spiel? Noch einer hier? Nee, da. Scheiße. Ach, der hat hier Schild aktiviert oder was? Wieso zur Hölle? Oh Mann, ey, und dann kommt natürlich von hinten einer. Komm, tu mal bitte deinen Kopf noch mal raus. Ah, ich mag das echt, wenn die dann den Kopf wegstecken und dann wirst du von einer anderen Ecke erschossen. Ah. Was soll denn das hier? Was denn, läuft's bei dir auch nicht rund, Uwe? Nee. Schlägt neben den, also eine Rakete ein, der kriegt nicht mal was weg, ne? Hat er sein Schild an? Nein, das Schild wirkt ja auch nicht gegen Nee. Raketen, ne? Was soll das? Ja, komischerweise endet es immer im Fiasko, wenn wir Battlefront aufnehmen. Fiasko. Fiero Asko. Fiero Asko. Ist denn da unten einer, Uwe? Oh, das sind mehrere. Ah, ich hau halt mal, falls die einen Schütz haben, irgendwas hin. Das läuft ja nicht. Ey, ich hab doch. Ja. Mist. Sag mal, wenn ich auch mit On Air gehe, ist doch eigentlich auch. Kannst du natürlich auch machen. Na, das ist doch Kannst du natürlich. doppelte Produktivität, sag ich mal. Richtig. Also Butterbrot benutzt Sprungkörperschild und Impulskanone. Also Jetpack, Körperschild und Impulskanone. Finde ich Okay. eine geile Karte. Machst Jetpack, aktivierst Auf jeden Fall. Körperschild, ne? Und ansonsten, bis das auflädt, machst du halt Impulskanone. Bisschen aus Distanz dann. Da müsste halt, das müsste auch noch mehr geben, also mehr solche Möglichkeiten, mehr Karten, Richtig. das einfach individueller wird für jeden Spieler. Richtig. So, jetzt bin ich natürlich hier Ne? drin und jetzt greifen die Wildlings an. Nicht zu abgehoben. Okay, ich bin jetzt auch on air, Robert. Sehr geil. Wir sind jetzt beide on air. Das ist eine Premiere. Ja. Was soll das? Ach, Ja, Mist, den hier habe ich das nicht Loch mehr werfe ich gekriegt. mal. Ah. Ein Thermal Imploder. Jetzt konnte ich wenigstens mal zwei Kills nacheinander verbuchen bei der Aufnahme. Ich sage, hey, wir grüßen alle Abonnenten, alle, die zuschauen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und jetzt hat es natürlich bei mir wieder ein Server-Lag-Symbol.
ich aufpassen, dass ich in meine eigene Bombe reinlaufe. Links ist noch Feindbewegung. Nee, doch nicht mehr. So. Da kommt einer. Da ist noch einer. Was wollen die bei unseren ADS, AD-80s? Sind die ein bisschen doof? Die wollen die zu Fall bringen, Uwe. Das Ziel des Spiels übrigens, wer zum ersten Mal Battlefront jetzt einschaltet. Wir spielen den Modus Kampfläuferangriff. Wir befinden uns auf Hot. Also Hot, nicht Hot, weil hier überall Eis ist. Ein Hot. Hot, die ja. Legendäre Karte Hot. Ja, ne? So, hab mal wieder ein... Und hinter mir... Ah, wie bin ich... Ja. Jetzt bin ich hier rausgelaufen aus der Höhle, ne? Schieß in Ruhe einen ab und dann kommen erst zwei andere, die auf einmal neben mir stehen. War recht interessant gerade. So, also um nochmal weiter zu erklären. Also Kampfläuferangriff, das heißt, die imperiale Seite, in dem Fall wir, hat zwei Kampfläufer, die oben hellblau angezeigt werden. Und die gegnerische Seite hat sogenannte Y-Wings, also Luftunterstützung. Die, je nachdem wie aufgeladen, dann die Schilde der Kampfläufer deaktivieren. Wir haben dann so viel Zeit, die Kampfläufer zu verteidigen, wie die anderen oben links die Y-Wings haben. Andersrum natürlich das gleiche. Die anderen haben so viel Zeit, die Kampfläufer zu zerstören, wie sie da oben eben die sogenannten Y-Wings haben. Ja, es ist ein bisschen schwer formuliert, aber ich denke mal leicht verständlich. Ich meine, ihr könnt ja hier auch zuschauen. Oder schaut die ganze Zeit hoffentlich schon zu. Als Imperium müssen wir verhindern, dass die Bomber kommen. Richtig. Und als Rebellion müssen wir fördern, dass die Bomber angreifen können. Genau. Ablinks verteidigen bzw. ablinks deaktivieren. Das ist das Ausschlaggebende beim Kampfläuferangriff. Signalverstärker, Antennen. Ja, so, ne? Ja, die sagen ja mal ablinks. Ich sag mal auch ablinks. Ablinks, ja. Dann gibt es bei Battlefront natürlich auch noch andere Spielmodi. Wir spielen halt die ganze Zeit den Kampfläuferangriff. Was wir in der nächsten oder ab der nächsten Folge dann auch mal ändern werden oder ab der übernächsten, wir überlegen noch. Dann werden wir euch mal die anderen Modi ein bisschen präsentieren. Heute haben wir gedacht, wir machen nochmal Kampfläuferangriff. War es ganz spannend, ganz lustig und halt für den Zuschauer auch interessanter. Weil ein Deathmatch euch zu zeigen, ich weiß nicht, ob es so interessant ist. Ja, ich weiß, wie es meinen, Uwe, ne? Also dann zuzuschauen, wie andere halt killen. Oder halt selber zu killen. Wobei ich sagen muss, ich habe mit dem Janis auch schon, der hatte mich ja auch schon mal gefragt, ob ich mal Deathmatch spiele. Ich war gar nicht mal so schlecht gewesen. Ja? Ja, ich war relativ gut gewesen. Ach du Scheiße. Es ist immer einer von hinten. Ich sammle mehr Kill-Assists als alles andere, Uwe. Ich bin ja auch gerade ein bisschen in der Bredouille. Sitzt du fest? Ach nee, du bist hier oben, ne? Ja, wir waren gerade vier Raumjäger in der Luft von denen. Wie viel hast du? Hab ich schon. Soll ich dir ein bisschen helfen? Zwei, wo bist du? Ich weiß nicht, ob noch einer da ist. Ja, der hat hier gerade noch gucken? Oh, der hat sich selber. Ja, dort. Ist schön zu hier sehen. Ist schön zu sehen bei der Aufnahme. Ha, ich hab ne. Sehr geil. Voll. Also haben sie keine Luftspeeder mehr. Nee. Kommt zwar bestimmt gleich wieder neue. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Holen am besten gleich vom Himmel. Ich hab einen Y-Wing vom Himmel geholt. Sehr geil. Ja, das geht natürlich auch. Die Bomber vom Himmel holen. Damit die gar nicht erst die Schilde deaktivieren können. So, hier unten spawnt gerade keiner. Ich mach mal Spawnkiller über. Probier's mal. Okay. Ich weiß nur nicht, ob ich. Hey. Ach, wir haben schon gewonnen? Ja. Okay, super. Alles klar. Dann bedanken wir uns fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich habe nur 7 Kills, aber bin 7. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Haut ein Abo rein, wenn ihr mehr sehen wollt. Und bis dahin sehen wir uns entweder bei GDA, bei The Division oder wieder bei Battlefront. Wir wünschen euch einen schönen Abend und sagen Holodrieu und bis zum nächsten Mal. Holodrieu.